Im Gegensatz zu den kurdischen Siedlungsgebieten in der Türkei, im Irak und in Syrien wird über das iranische Kurdistan, auch bekannt als Rojilat, recht wenig berichtet. Dabei gibt es auch hier jahrhundertealte Kulturdenkmäler, Tradition und vor allem Geschichte. Und leider auch mehrere Konflikte. Heute geht es hier um Rojilat, das vergessene Kurdistan. Ich grüße euch mal wieder, hier ist Konstantin. Und wenn ihr dem Kanal ein bisschen folgt, dann habt ihr es ja wahrscheinlich schon gemerkt. Die kurdischen Gebiete des Nahen Ostens, die sind so einer meiner Schwerpunkte, vielleicht sogar der Hauptschwerpunkt meiner Arbeit als Journalist. Und das schlägt sich natürlich auch in den Videos hier auf dem Kanal wieder. Es ist nicht der einzige Schwerpunkt, aber man kann doch sagen, es ist ein sehr wichtiger Teil der Videos hier auf dem Kanal. Und da ist mir was aufgefallen, als ich das so im Nachhinein betrachtet habe. Nämlich, die meisten kurdischen Themen, die ich hier anspreche, die drehen sich um die kurdischen, sag ich mal, Probleme, die kurdische Kultur, die kurdische Geschichte in Irak, in der Türkei und in Syrien. Und so die kurdische Geschichte in Ostkurdistan, in Rojilat, in Iranisch-Kurdistan, wie ihr es nennen wollt, die kam hier tatsächlich sehr viel weniger vor und deswegen auch ein bisschen zu kurz. Und das fand ich ganz interessant, weil das ist tatsächlich auch mein Eindruck über die internationale Berichterstattung. Und deswegen habe ich mir gedacht, mache ich doch heute mal dieses Video, wo ich einen kurzen Umriss über Rojilat, über Ostkurdistan, Iranisch-Kurdistan geben möchte. Und wenn euch diese Themen gefallen, also wie jetzt gesagt, gerade so der Themenschwerpunkt Kurdistan, aber auch allgemein der Nahe Osten und Kriegsberichterstattung, Konflikte, internationale Politik und so weiter, dann lasst doch ein Like da, kommentiert und vor allem abonniert gerne diesen Kanal und ihr kriegt jedes Mal mit, wenn hier ein neues Video zu diesen Themen veröffentlicht wird. Iranisch-Kurdistan oder Kurdistan-Iran oder Rojilat, das bedeutet Osten, also Ostkurdistan, das sind alles Begriffe für die Siedlungsgebiete der Kurden im heutigen Staat Iran. Und diese Siedlungsgebiete, die umfassen mehrere Provinzen im Iran oder zumindest Teile von mehreren Provinzen. Da gibt es zum einen die Region Kurdistan, die wir nicht verwechseln sollten mit der autonomen Region Kurdistan im Nordirak. Also beide heißen offiziell Kurdistan, beide sind offiziell Regionen von Staaten, aber das eine liegt im Iran und das andere im Irak. Wichtiger Unterschied, gleicher Name, unterschiedliche Gebiete. Dann umfasst Iranisch-Kurdistan noch die Provinzen Kermanschah, Teile von West-Aserbaidschan, Ilam und Loristan. Und man geht etwa davon aus, dass 8 bis 10 Millionen Menschen, die sich selbst als Kurden sehen, in diesen Gebieten leben. Das sind nur Schätzungen, aber 8 bis 10 Millionen, das kommt etwa hin. Und das bedeutet, dass etwa ein Zehntel der iranischen Bevölkerung kurdisch ist oder sich als kurdisch sieht. Und das bedeutet, dass Ostkurdistan, Iranisch-Kurdistan, dass das der zweitbevölkerungsreichste Teil der kurdischen Gebiete ist. Und nur in der Türkei leben mehr Menschen, die sich selbst als Kurden bezeichnen würden. In den letzten 1000 Jahren gab es auf diesem Gebiet, also auf dem Gebiet des heutigen Staates Iran, mehrere kleine kurdische Fürstentümer immer mal wieder. Eines davon ist zum Beispiel Ardalan und sogar die mächtige Dynastie der Safawiden. Die stammte ursprünglich aus Iranisch-Kurdistan. Die nahmen dann später die persische iranische Identität an und sahen sich nicht mehr als Kurden. Und sie führten auch Kriege gegen die verschiedenen kurdischen Fürstentümer, unter anderem die Schlacht von Dimdim und so weiter. Und an dieser Stelle, bitte. Ich weiß, in den letzten Videos war es immer so, sobald ich mal darauf hingewiesen habe, dass irgendeine historische Figur kurdische Vorfahren hat oder die Familie aus Kurdistan stammt, dann gab es immer in den Kommentaren ganz viel Ärger und immer Leute, die gesagt haben, nein, das ist eine Lüge, ich lüge hier, ich verbreite Propaganda und so weiter. Eigentlich sei die betroffene Person, was weiß ich, immer irgendwas anderes. Also entweder türkisch oder arabisch oder was auch immer. Aber Leute, ganz ehrlich, bitte, regt euch ab. Ich mache hier ja auch meine Recherche, die Ansage, dass die Safawiden-Dynastie im Iran, in Persien, dass die zumindest kurdisch stämmig ist, aus den kurdischen Gebieten des Iran stammt, das ist eigentlich gar nicht mehr so wirklich umstritten. Das ist Konsens in der aktuellen historischen Forschung. Die Quellen seht ihr hier eingeblendet. Ich kann sie euch gerne auch nochmal als Link in die Kommentare posten, wenn die Diskussion hier wieder hochkocht. Nochmal, nur weil jemand oder eine Dynastie Vorfahren aus den kurdischen Gebieten hat, dann heißt das nicht, dass es alles Kurden sind oder Kurden waren oder sich als Kurden gesehen haben oder kurdisch gesprochen haben oder. Das war bei den Safawiden, wie gesagt, nicht der Fall. Aber trotzdem, man geht davon aus, dass die Safawiden, die den Iran
jahrhundertelang beherrschten, dass die aus den kurdischen Gebieten stammen. Und das ist historisch gesehen auch ziemlich interessant, weil das macht die Safawiden zur ersten Dynastie, die den Iran, die Persien beherrschte, die nicht aus dem Ausland kam, und zwar seit den vorislamischen Sassaniden. Also zwischen den Sassaniden und den Safawiden liegen mehrere hundert Jahre, aber in der Zwischenzeit wurden sie eigentlich immer von, man kann sagen, ausländischen, von fremden Mächten beherrscht. Und die Safawiden, unter denen der Iran eine Blütezeit hatte, das waren wieder die erste Dynastie, die aus dem eigenen Land stammte. Im 20. Jahrhundert, genauer gesagt kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, da entstand auf dem Gebiet des heutigen Irans die bislang letzte kurdische Republik, der letzte wirkliche kurdische Staat der Weltgeschichte, und zwar die Republik Kurdistan. Die wird oft auch Republik Mahabad genannt, benannt nach ihrer Hauptstadt, aber der offizielle Name war Republik Kurdistan. Da habe ich mal ein ganzes Video drüber gemacht, über die Geschichte dieser nur kurz existierenden kurdischen Republik. 1946 gegründet, ging auch im selben Jahr wieder unter. Sie war unterstützt kurzzeitig von der Sowjetunion und konnte sich deswegen am Leben halten, aber als die Sowjets dann auf Druck des Westens hin auch ihre Unterstützung zurückgezogen haben, da war es dann ein leichtes für die persische, für die iranische Armee, diese Republik zu beenden, das Staatsoberhaupt hinzurichten und letztendlich so den bisher letzten kurdischen Staat in der Geschichte zu beenden. Wie gesagt, gibt ein eigenes Video dazu von mir auf diesem Kanal, wenn es euch interessiert. 1979 kam es dann zum vielleicht wichtigsten Ereignis der iranischen Geschichte, zumindest in den letzten vielleicht 100 Jahren sogar, nämlich die sogenannte Islamische Revolution. Beziehungsweise, das vereinfacht das Ganze. Also zuerst wurde der Schah gestürzt. Und die kurdischen Gruppen im Iran, die waren keine großen Unterstützer des Schahs. Also die waren jetzt nicht wirklich auf der Seite dieser Dynastie, aber sie waren ganz entschieden auch nicht auf der Seite der islamistischen Theokratie, der Gottesherrschaft unter Ayatollah Khomeini, die danach kommen sollte. Und die Kurden wurden auch von wichtigen Gremien in diesem neuen Staat, in der neuen Staatsführung ausgeschlossen. Und das führte dazu, dass es 1979 im März zu einem großen kurdischen Aufstand, zu einer kurdischen Rebellion im Iran kam. Da waren viele verschiedene kurdische Gruppen dran beteiligt, die KDPI unter anderem, die Komala, die PKK auch die PUK. Das Ganze war sehr blutig, kostete 10.000 Menschen das Leben, darunter mehr als 1.000 politische Gefangene, kurdische Gefangene, die vom Ayatollah, vom Mullah-Regime hingerichtet wurden. Und die Kämpfe zogen sich bis in die frühen 80er, ich glaube bis 1983, und der Endeffekt war, dass dieser kurdische Aufstand niedergeschlagen wurde. Aber das war nicht das Ende der Konflikte zwischen den kurdischen Gruppen und der neuen diktatorischen Regierung unter den Mullahs und unter dem Ayatollah. Die Konflikte reichen bis heute. Es gibt sehr viele kurdische bewaffnete Gruppen im Iran, die gegen die Regierung kämpfen, mal mehr, mal weniger. Ein paar habe ich schon genannt. Die PJAK ist jetzt neu dazugekommen. Das ist eine PKK-nahe Gruppe. Aber die ganzen einzelnen bewaffneten Gruppen, kurdischen Gruppen im Iran aufzuzählen und ein bisschen was dazu erzählen, würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Dazu mache ich mal ein eigenes Video über die bewaffneten kurdischen Gruppen in Kurdistan, Iran. So, jetzt habe ich eine kleine Übersicht über die Geschichte von Kurdistan, Iran geliefert. Aber das ist vielleicht die zentrale Frage: Warum wird eigentlich über diesen Teil Kurdistans so wenig berichtet im Vergleich zu den kurdischen Gebieten in der Türkei, im Irak oder in Syrien? Und da habe ich meine eigene Theorie oder meine eigenen Theorien. Die hängen auch damit zusammen mit allgemein der Frage, über welche Konflikte berichtet wird und über welche nicht. Da habe ich ja auch mal ein eigenes Video drüber gemacht, warum über den Israel-Palästina-Konflikt so viel mehr berichtet wird als über den Kurdistan-Konflikt insgesamt. Oder die Kurdistan-Konflikte, aber ja. Meine Theorie besagt, dass die Thematik iranisch-Kurdistan, dass der einfach viele Sachen fehlen auf internationaler Ebene, die die anderen Gebiete Kurdistans haben. Zum Beispiel der Konflikt zwischen der PKK und dem türkischen Staat. Das hat zumindest für Deutschland ein ganz konkretes Interesse, weil eben Millionen Menschen aus der Türkei, darunter auch viele Kurden, in Deutschland leben. Das heißt, die Beziehungen auch zwischen den beiden Ländern, Deutschland und der Türkei, die sind einfach sehr, sehr wichtig und sehr, sehr viel enger als zum Beispiel zwischen Deutschland und dem Iran. Und deswegen ist schon mal so ein Grundinteresse da. Dann ist natürlich die Türkei auch ein wichtiges Urlaubsland. Viele Deutsche kennen sie aus
aus eigener Erfahrung. Und natürlich ist die Türkei ein Verbündeter innerhalb der NATO, also ein NATO-Staat, der dort in einem militärischen Konflikt verwickelt ist. Und das sind ganz viele Sachen, die schon mal ein gewisses Grundinteresse erzeugen. Dann im Irak und in Syrien, da wurde eben sehr viel über die Kurden berichtet, als es um den Kampf gegen den sogenannten Islamischen Staat, gegen ISIS ging. Und das war eben so ein Konflikt, der einfach die Weltöffentlichkeit gebannt hat, weil es eben so dieses Gut gegen Böse gab. Die westlichen Medien haben die Kurden sehr stark auch als die Guten thematisiert. Es gab da so diese Bilder natürlich von den lachenden kurdischen Frauen, die gegen diese bösen, vermummten, völkermordenden Terroristen gekämpft haben. Und deswegen hatte man hier eine gute Narrative, eine gute Geschichte, die man erzählen konnte. Und das hat dazu geführt, dass es natürlich viel Interesse gab und eben auch viel Berichterstattung. Und natürlich eben auch westliche Einmischung. Die Amerikaner sind in Syrien und im Norden des Irak. Die Bundeswehr bildet sogar kurdische Peschmerga aus. Und das sind ganz viele von diesen Argumenten, die dafür sprechen, warum darüber mehr berichtet wird, als darüber, wenn kurdische Gruppen im Iran gegen die Ayatollah-Regierung kämpfen. Und ich glaube, das ist so die Grunderklärung, warum Rojilat in den gerade westlichen Medien fast keine Rolle spielt oder nur ganz, ganz wenig. Und ich habe es ja auch bei mir beobachtet hier, dass ich noch sehr wenig davon berichtet habe. Es ist der einzige Teil Kurdistans, den ich noch nicht selber bereist habe. Ich hoffe, das ändert sich irgendwann. Aber das habe ich mir jetzt eben vorgenommen, als Learning daraus mitgenommen, dass ich in Zukunft auch mehr über diesen Teil Kurdistans berichten möchte und nicht nur über die Geschichte und die militärische Geschichte, sondern auch über Land und Leute, über Kultur, Tradition und so weiter. Und das wird es in einigen der nächsten Videos hier auf jeden Fall geben. Ich hoffe, das hat euch jetzt gefallen, ihr habt ein bisschen was gelernt und es würde mich sehr freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert, wenn ihr ihn weiterempfehlt, das Video rumschickt, liked, kommentiert, ihr kennt das Ganze. Ich freue mich, dass ihr da wart und freue mich auch, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. In diesem Sinne, bis dann und ciao!